Glückwunsch zum ganz, ganz wichtigen 3-0-Sieg zu Hause. Wie fühlt man sich nach so einem Spiel? Was für eine Last ist dann doch schon von den Schultern gefallen? Ja, man merkt schon an der Tabellenkonstellation, dass es ein wichtiges Spiel war. Drei Tore zu machen ist sehr schön, aber ich glaube, dass wir heute mal zu 0 gewonnen haben, ist noch ein bisschen schöner. Und ja, es war heute schön. Zweite Halbzeit am Schluss hat man auch gemerkt, es macht euch richtig Spaß. Du konntest dich dann auch noch mit einem 3-0 belohnen. War ein gutes Gefühl mal wieder zu Hause. Ja, wenn man ein Tor macht, hat man immer ein gutes Gefühl. Aber es ist eigentlich egal, wer die Tore macht, um ehrlich zu sein. Hauptsache, wir machen die Dinger vorne, wir kassieren keinen Zinsen und dann gewinnen wir die Spiele. Was nehmt ihr für die nächsten Wochen mit? Ja, nächste Woche ist erstmal ein wichtiges Spiel in Dresden, bei uns gegen Dresden. Das wollen wir natürlich auch gewinnen, vor allem für die Fans, weil wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel für die ist. Und dann gucken wir von Woche zu Woche. Das hört sich sehr gut an. Nehmt das Positive mit und vielen lieben Dank. Ja, strahlende Gesichter. Glückwunsch bei den ganz wichtigen Heimspielen heute. Und das Schönste ist auch zu Null. Dankeschön. Wie fühlt man sich da so als Mannschaft? Ja, danke erstmal. Ich glaube, sehr gut. Wir haben uns endlich mal für das belohnt, was wir jede Woche aufs Neue wieder gut machen. Heute endlich mal die Defensive super im Griff gehabt. Wir standen, glaube ich, gut. Haben extrem viele Chancen rausgespielt. Ich glaube, alles in allem war es eine extrem starke Mannschaftsleistung, muss man einfach so sagen. An Anfang hat man trotzdem das Gefühl gehabt, es war ein erfahrenes Spiel, lange Bälle, alle beide Mannschaften unsicher. Dann ganz schnelle zwei Tore. Wie fühlt man sich dann, wenn man so diesen Ruck ins Spiel mitnimmt? Ja, ich glaube, erstmal muss man sehen, wo wir beide stehen, beide Mannschaften. Da geht es um alles. Das ist klar, dass man da ein bisschen, ich würde nicht sagen nervös, aber dass da beide, es geht einfach um was. Und das wissen beide Mannschaften, man will keinen Fehler machen. Und ich glaube, mit den zwei schnellen Toren haben wir uns dann sehr, sehr gut gefangen, wurden mutiger und haben das dann extrem gut einfach gespielt. Nächsten Wochen, was kommt, was passiert noch? Ja, wir wollen weiterhin punkten, ist ganz klar, auf nächste Woche. Und das ist ganz klar das Ziel. Wir wollen auf Sieg spielen, ist natürlich klar. Wir wollen die nächsten drei Punkte und so schnell wie möglich da unten Luft zu verschaffen. Das hört sich alles klasse an. Nimm das gute Mannschaftsgefühl mit und dann freuen wir uns nächste Woche auf Dresden. Machen wir, danke. 3-0 Sieg zu Hause vor über 7000 Zuschauern, zu 0 hinten, das ist auch mit deinem Verdienst gute Mannschaftsleistung. Ja, auf alle Fälle, also mit meinem Verdienst, aber ich glaube, es war vor allem der Verdienst der ganzen Mannschaft. Wir haben heute geackert, uns in jeden Zweikampf reingehauen und irgendwo natürlich auch ein bisschen das Quäntchen Glück heute vielleicht provoziert, aber vielleicht auch irgendwann mal verdient gehabt. Ja, und dann steht mal die 0 und 3 vorne und das nehmen wir gern mit. Ja, drei schöne Tore heute geschossen, den Elfmeter, den muss man auch sagen, muss man sich auch erstmal trauen, so eine Situation auch zu schießen, hat genau. Der Captain gut gemacht, habt schöne Tore geschossen. Ist es auch zweite Halbzeit ein bisschen leichter gefallen, mal wieder zu spielen? Ja, auf alle Fälle, aber ich glaube, es war insgesamt einfach, ich hatte das Gefühl, wir sind heute mit einer gewissen Wucht irgendwo aufgetreten, deswegen haben wir uns auch gute Chancen erspielt. Klar wären vielleicht auch noch mehr Tore drin gewesen, aber ich glaube, wir müssen die Kirsche im Dorf lassen, wenn man gesehen hat, wie die letzten Wochen jetzt gelaufen sind. Deswegen sind wir mit dem 3-0 eigentlich schon sehr, sehr zufrieden. Wir sind alle zufrieden und ich danke dir und nehme das Lächeln mit in die nächsten Wochen und viel Glück für nächste Woche. Dankeschön. Ja, heute nur strahlende Gesichter hier. Glückwunsch zum 3-0-Sieg zu Hause bei schönstem Fußballwetter. Wie fühlt man sich nach dem Spiel? Ja, sehr erleichtert erstmal. Also ich glaube, es war heute extrem wichtig für uns, dieses Spiel einfach erfolgreich zu bestreiten. Von daher sind wir alle überglücklich, dass es uns gelungen ist, hier 3-0 zu gewinnen vor heimischer Kulisse. Die Fans haben es einfach verdient, dass wir jetzt endlich auch mal wieder nach langer Zeit ein Erfolgsleben zusammen feiern können. Deswegen ist es heute ein rundum gelungener Tag. Was hat heute den Unterschied gemacht? Ja, ich glaube einfach in erster Linie die Effizienz von uns, gerade speziell in der ersten Halbzeit. Dass wir einfach die Tore auch mal gemacht haben zu richtigen Zeitpunkten, was auch in den letzten Wochen immer mal gefehlt hat. Wir hatten auch viele, viele gute Chancen in den letzten Wochen, haben die Tore einfach nicht gemacht und heute haben wir uns endlich mal belohnt. Und deswegen denke ich, geht auch der Sieg am Ende so verdient. Man hat auch das Gefühl gehabt, es war eine sehr tolle Mannschaftsleistung. Hatte man das auf dem Platz, neben dem Platz auch? Ja, also wir haben uns unter der Woche auch nochmal alle zusammen eingeschworen auf das Spiel, weil wir genau wussten, was es für eine Brisanz sein könnte hier heute. Deswegen das Motto heute nur zusammen, das hat man gemerkt von Minute 1 an und ich glaube, das trägt uns jetzt auch noch bis zum Ende der Saison. Das ist doch meine Ansage und das hoffe ich und wünsche ich mir auch. Vielen Dank. Danke auch. So, unser Torhüter Philipp Schulze beim HFCTV. Du grinst über beide Backen. Erstes zu Null Spiel, mein Bester. Dankeschön. Ja, aber ist ein sehr, sehr geiles Gefühl. War auch sehr wichtig zum richtigen Zeitpunkt, denke ich. Und gibt auch jetzt gutes Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele. Wir gucken mal so in das Spiel rein. Wir führen relativ schnell 2-0, haben das Spiel im Griff. Nur nach der Halbzeit. Nach der Halbzeit war unsere Mannschaft die ersten 10 Minuten nicht auf dem Platz. Wir waren ein bisschen passiv, muss ich sagen. Haben zum Glück diese gefährliche Phase überstanden.
Und dann haben wir das 3-0 geschossen, dann war es eigentlich... Ich glaube, der Pfostentreffer war nochmal so ein Wachmacher, den haben wir gebraucht. Der Pfostentreffer war heute das Glück, was wir brauchten, auch zum 0-Spiel. Ja, aber wir sind einfach happy, einfach glücklich und jetzt geht's weiter. Ich habe dich beobachtet, du hast immer, wenn die Jungs vorne im Sturm waren, hast du hinten den Support angeheizt bei den Fans. Ja, wie gesagt, die Fans sind, glaube ich, was der Verein ausmacht. Wir haben überragende Fans, sehr gute Fans und wir mussten mal denen was zurückgeben und deswegen großes Dankeschön an alle. Und deswegen war einfach so dieses Feeling da, es sieht einfach geil aus heute und nehmen wir mit. Ich kann mich erinnern, beim Fanstammtisch hast du eine Aussage gemacht, das erste zu null Spiel. Das stimmt auch. Da gibt es deinen Aus bei Gelegenheit. Das stimmt auch. Ich guck mal vorbei den nächsten Tag oder vielleicht heute, aber heute ist meine Family da, deswegen mal gucken, aber das wird definitiv nachgeholt und ich halte mein Wort. Kleiner Vorausblick, Dynamo Dresden nächste Woche? Ich glaube, die sind gerade nicht so in einer guten Verfassung. Also die können wir schlagen, vielleicht einen Punkt mitnehmen, was natürlich hier volle Kulisse wird ein Hammerspiel werden. Ich glaube, wenn wir heute diesen Kampfgeist, diese ersten 45 Minuten hier reinbringen, 90 Minuten gegen Dynamo Dresden, dann könnte es was Gutes werden. Dann wünsche ich dir heute irgendwo, wo du bist, eine schöne Party. Genieß den Abend mit deiner Familie, bleib verletzungsfrei. Bis nächste Woche. Dankeschön.